Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute seid mal wieder ihr dran. Ich habe euch letztens gebeten, mir eure Partien zu schicken, die ihr gerne mal in einem Video analysiert haben möchtet. Und da habe ich eine ganze Menge zugeschickt bekommen. Und ja, weil ich mich irgendwie nicht selbst entscheiden wollte, welche denn jetzt irgendwie am schönsten oder am interessantesten oder sonst was ist, habe ich einfach den Zufall entscheiden lassen. Ich habe eine Liste mit den Partien aufgestellt und dann ausgelost. Und wir werden heute die Partie von Tommy Holzmann aus der Bezirksliga anschauen. Und ja, Tommy spielte mit Weiß. Vielen Dank, dass du deine Partie geschickt hast. Und das wird eine kleine Spanisch-Lehrstunde heute. Er öffnete mit E4 und nach E5 Springer F3, Springer C6, Läufer B5, A6 steht ja klassisches Spanisch auf dem Brett. Und ich glaube, hier sollten wir direkt einmal anfangen, ein paar kleine Sachen zu erklären. Etwas, das, glaube ich, häufig durchrutscht, wenn man sich Spanisch anschaut, ist, warum man eigentlich so spielt, wie man spielt. Häufig werden die ersten so ungefähr 10 Züge einfach automatisch heruntergespult, ohne dass man sich groß Gedanken macht, warum man jetzt so spielt. Und das gilt natürlich dann auch für die andere Seite. Man macht sich wenig Gedanken, warum Schwarz eigentlich so spielt, wie man spielt. Und das führt dann häufig dazu, dass man es nicht schafft, Ungenauigkeiten in der Zugfolge auszunutzen. Zunächst einmal sollten wir uns vielleicht kurz fragen, was passiert, wenn Weiß hier auf C6 nimmt und den Bauern auf E5 schlägt. Immerhin hängt der ja. Hier ist der Punkt, dass Schwarz den Bauern mit Dame D4 sofort zurückgewinnen kann. Das greift den Springer an und greift den Bauern an. Und in diesen Stellungen, insbesondere wenn Weiß die Damen tauschen muss, also zum Beispiel nach Springer F3, Dame schlägt E4, Dame E2, ist das Läuferpaar normalerweise ein größerer Trumpf als die bessere Bauernstruktur von Weiß und dementsprechend ist das nicht erstrebsam für Weiß. Natürlich muss man hier nicht den Bauern schlagen, das ist dann einfach Abtauschspanisch, das ist jetzt was völlig anderes. Ich wollte aber vor allem erklären, warum man den Bauern nicht schlagen kann. Ja, es folgte in der Partie Läufer A4 und Springer F6. Hier kann man sich natürlich die gleiche Frage stellen, warum kann man jetzt nicht auf C6 nehmen? Aber natürlich bleibt hier die Antwort die gleiche. Also hier nach Springer schlägt E5 geht zum Beispiel wieder Dame D4. Der Springer auf F6, der kann Schwarz nicht schaden, dementsprechend funktioniert das hier auch gar nicht. Jetzt Rochade, Läufer E7. Und hier kommt auch ein wichtiger Punkt. Weiß hat jetzt rochiert, das heißt, dieses Dame D4 ist gar nicht mehr so interessant. Aber dafür gibt es natürlich nach Läufer schlägt C6, D schlägt C6, Springer schlägt E5 eine Zusatzmöglichkeit für Schwarz. Schwarz kann nämlich auf E4 schlagen und auch hier ist das Material wieder ausgeglichen. Die Stellung im Prinzip auch. Schwarz hat das Läuferpaar, dafür die etwas schlechtere Bauernstruktur und ja, die Stellung befindet sich im Gleichgewicht, aber normalerweise ist Schwarz in solchen Stellungen recht zufrieden. In der Partie kam Turm E1. Das ist auch meistens noch bekannt. Die Idee ist es, den Bauern auf E4 zu decken. Also jetzt kann Schwarz den in keiner Variante mehr schlagen. Und das ist auch genau der Grund, warum Schwarz an dieser Stelle unbedingt B5 spielen sollte. B5, Läufer B3 und dann zum Beispiel Rochade oder auch erst D6. Das kommt ein bisschen darauf an, welchen Spanier man am Ende spielen möchte, aber auf jeden Fall hier B5. Rochade ist ein Fehler. Und das kam in der Partie. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich diese ganzen Varianten vorher erklärt habe und warum ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wann man welchen Zug macht. Rochade ist hier eben nicht so gut, denn Weiß hat den Bauern auf E4 verteidigt und kann deswegen jetzt auf C6 schlagen und nach D schlägt C6 auf E5 schlagen. Das hat Schwarz nicht verhindert und jetzt hat Weiß einfach einen Bauern mehr, denn hier funktioniert dieser Dame D4 Doppelangriff nicht mehr. Danach Springer F3 einfach die Dame verjagt wird und Weiß hat einen gesunden Mehrbauern auf E4. Aber ja, Weiß hat ein bisschen nach Schema weitergespielt mit C3. Natürlich kein so schlechter Zug, aber es verpasst einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und jetzt folgte D6. Das verhindert diese Läufer schlägt C6-Geschichte natürlich auch, beziehungsweise es verhindert vor allem, dass der Bauer auf E5 am Ende hängt. Und hier ist jetzt tatsächlich hauptsächlich die Frage, was man mit Weiß spielen möchte. Vielleicht, wenn wir mal kurz die Varianten hier anschauen, nach B5, Läufer B3, D6. Und C3 Rochade. Hier gibt es zwei Möglichkeiten für Weiß. Eine ist es, H3 zu spielen und die andere ist es, sofort D4 zu spielen. Der Nachteil an sofortigem D4 ist, dass Schwarz hier mit dem Zugläufer G4 Druck auf das weiße Zentrum machen kann. Das ist trotzdem eine mögliche Variante. Es wird jetzt nicht so häufig gespielt, aber das gibt es auf jeden Fall.
Und die Alternative ist es eben H3 zu spielen, um anschließend D4 zu spielen und dieses Läufer G4 zu verhindern. Wenn wir das wissen, dann können wir auch an dieser Stelle sagen, okay, entweder man spielt erst H3, um Läufer G4 zu verhindern und anschließend D4 zu spielen, oder man startet eben mit D4. In der Partie kam D4. Und nach B5 Läufer B3. Und hier hat Schwarz jetzt wahrscheinlich etwas nach Schablone gespielt. Ich vermute, dass er die Stellung mit dem Einschub H3 kannte. Und da spielt er wahrscheinlich Springer A5. Deshalb hat er das hier auch gemacht. Aber ganz wichtig, der Zug H3 verliert natürlich an sich Zeit. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt so erstrebsam für Weiß. Aber der Zug H3 verhindert Läufer G4 und das ist ganz, ganz wichtig. Der Nachteil von nicht H3 ist, dass das Läufer G4 nicht verhindert, obwohl man dadurch Zeit gewinnt. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass Schwarz das sofort ausnutzt mit Läufer G4. Ja, hier gibt es zwei Möglichkeiten, einmal D5 oder, mir gefällt Läufer E3 so von der Logik besser, ist einfach ein Entwicklungszug. Aber ja, zum Beispiel nach E schlägt D4, C schlägt D4, Springer A5 hat Schwarz ganz gutes Gegenspiel. Nach Läufer C2 und Springer C4 greift den Bauern und den Läufer an. Und nach Läufer C1 kann Schwarz mit C5 das Zentrum angreifen. Und ich denke, hier steht Weiß jetzt nicht besser. Also, ganz wichtig, wenn Weiß nicht H3 spielt, auf jeden Fall mit Läufer G4 den Springer fesseln und den Druck auf das Zentrum erhöhen. Schwarz hat stattdessen Springer A5 gespielt. Und jetzt erst nach Läufer C2, Läufer G4. Das hat einen wesentlichen Nachteil zu der typischen Variante. Wo ist der Nachteil? Der Nachteil ist, der Springer auf A5 deckt den Bauern auf E5 nicht mehr. Und genau das kann man hier sehr gut ausnutzen, indem man H3 spielt. Schwarz kann natürlich auf F3 schlagen, aber ich denke, dieser Abtausch kommt Weiß in jedem Fall entgegen. Man hat jetzt das Läuferpaar und wenn Schwarz versucht, mit C5 weiter nach Schema zu spielen, hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann auf E5 nehmen, man kann auch auf Bauer D5 spielen und das ist einfach Geschmackssache, was einem besser gefällt, die etwas geschlossenere Stellung oder ja, eben mit der offenen D-Linie. Ist beides recht deutlich besser für Weiß, weil man das Läuferpaar hat und in beiden Fällen auch einfach ein bisschen aktiver steht. Der Punkt kommt aber eigentlich nach Läufer H5, also ich gehe davon aus, dass Schwarz im Normalfall diese Fesselung aufrechterhalten will. Und jetzt kommt eben, warum es so wichtig ist, dass der Springer nicht auf C6 steht. Hier kann Weiß G4 spielen. Ganz wichtig, hier keine Angst vor Gespenstern zu haben. Also Springer schlägt G4 funktioniert einfach nicht. Nach H schlägt, Läufer schlägt, kann man zum Beispiel auf E5 schlagen. Das gefällt mir am besten, denn Schwarz kann nicht wieder nehmen wegen dem Damentausch. Und wenn Schwarz Springer C4 spielt, um irgendwie dann mit Springer E5 und den Druck auf die Fesselung zu erhöhen, weiterspielen möchte, dann kann einfach Dame D3 kommen. Und nach Dame D3 ist der Springer immer noch verteidigt, aber eben nicht mehr gefesselt und dementsprechend hat Weiß hier jetzt schon einfach eine Figur mehr. Ja, der König ist etwas offen, man muss noch aufmerksam spielen, aber man hat eine Leichtfigur mehr. Das heißt, dieses Opfer funktioniert nicht. Und nach Läufer G6 hängt jetzt eben der Bauer auf E5 und der hängt auch komplett. Also nach Springer schlägt E5, Dame D1 könnte man denken, dass Weiß jetzt die Deckung des E4 aufgeben muss. Also muss man auch, aber tatsächlich gewinnt Schwarz den nicht. Springer schlägt E4 ist nicht möglich, da Weiß den verteidigenden Läufer schlagen kann. Also müsste der Läufer schlagen. Und hier ist G5 sehr stark. Greift den Springer an und der darf nicht ziehen wegen dem Läufer. Das Einzige, was man hier anschauen muss, ist Läufer schlägt B1. Den Läufer mit Tempo wegziehen, aber hier nimmt man auf F6. Der Läufer hängt, das heißt, Schwarz muss wieder schlagen und auch dann damit den Springer angreifen. Aber hier nach Springer G4 steht Weiß auf Gewinn, denn es hängt nicht nur der Läufer auf B1, der sich retten muss, sondern auch der auf E7 und hier verliert Schwarz am Ende eine Figur. Das muss man natürlich nicht alles von Anfang an rechnen. Wichtig hier ist zu verstehen, was ist der Nachteil davon, dass Schwarz Springer A5 und Läufer G4 gemixt hat. Und das ist eben, dass Schwarz jetzt irgendwie den E5 nicht mehr unter Kontrolle hat und deshalb hängt der und deshalb ist es auch sinnvoll, hier die Fesselung zu unterbrechen. Weiß hat Springer D2 gespielt, auch ein sehr schematischer Zug und er bringt hier den Springer nach F1. Das ist auch eine sehr, sehr typische Idee. Manchmal versucht man dann den Läufer mit Springer E3 zu verjagen oder mit Springer G3 und dann H3, dann kann er nämlich nicht mehr nach H5. Und hier hat Schwarz wahrscheinlich etwas langsam gespielt. Er sollte hier vermutlich möglichst schnell auf D4 schlagen und C5 spielen. Und ich denke, hier hat Schwarz ganz gutes Gegenspiel, weil die Fesselung eben immer noch aufrecht erhalten wird und es nicht ganz einfach ist für Weiß, diese
jetzt möglichst schnell aufzulösen, ohne dass Schwarz im Zentrum ja, Fortschritte macht. Stattdessen kam Springer C4 und hier hat Weiß jetzt sehr gut gespielt. Der Springer wird erstmal mit B3 verjagt und jetzt Springer E3. Greift den Läufer an und eventuell peilt es auch das Feld auf F5 an. Ich hätte hier wahrscheinlich Läufer H5 gespielt, aber den Springer nach F5 zu lassen ist auch immer nicht so angenehm. Und ja, der Springer auf B6 steht einfach schlecht, also dachte ich, vielleicht kann man den zurückbringen, aber hier nach A4 hat Weiß eine recht typisch spanische Stellung, die ganz angenehm aussieht. Also man greift hier den B5 an, man kann die A-Linie öffnen, wann immer man will. Also man muss das nicht sofort machen, sondern man kann das machen, wenn es einem passt. Man kann natürlich auch hier noch mit H3 weiterspielen, vielleicht G4, vielleicht auch nicht. Man kann den Läufer nach E3 bringen. Das weiße Spiel ist hier einfach etwas freier. Stattdessen folgte in der Partie E schlägt D4. Aber das Problem ist, dass jetzt das weiße Zentrum sehr mobil wird und Schwarz in der Zwischenzeit aber nicht so richtig was geschafft hat. Und er hat jetzt mit Läufer F8 weitergespielt. Aber Weiß erkennt richtig, dass man hier den Läufer auf G4 schlagen kann. H3 und Springer F6. Und jetzt Läufer G5. Weiß hat hier ein wunderschönes Zentrum und das Läuferpaar. Also Weiß muss hier auf jeden Fall besser stehen. Schwarz hat sich entschieden, die Fesselung wieder aufzulösen. Aber nun damit D3. Jetzt muss Schwarz aufpassen, dass nicht sowas wie E5 kommt, was den Weg nach H7 freiräumt und natürlich dann Läufer schlägt F6 ermöglicht. Deshalb folgte G6. Das schwächt aber natürlich die schwarzen Felder um den schwarzen König und ist dementsprechend vielleicht auch ja, nicht unbedingt erstrebenswert, aber ja, Schwarz hatte nicht so viele Möglichkeiten. Und jetzt Turm C1. Auch der Zug gefällt mir gut. Turm auf die halboffene Linie. Vielleicht kann man mal Druck gegen den C-Bauern machen. König G7 und A4. Und hier hat Schwarz auf A4 geschlagen. Ich muss sagen, das gefällt mir nicht so gut, aber ich kann auch verstehen, dass die Alternativen vielleicht nicht so toll sind. Also ich dachte vielleicht lieber C6, um die Stellung kompakt zu halten. Aber auch hier zum Beispiel nach Dame D2, König G8, um Läufer H6 nicht zuzulassen, A5, Springer D7, B4. Auch hier steht Weiß riesig. Man kann dann den Läufer ziehen, entweder nach D3 oder vielleicht nach B3 und den Druck gegen den C-Bauern erhöhen. Auch diese Stellung sieht schlecht aus für Schwarz. Deshalb kann ich B schlägt A4 schon verstehen. Und nach B schlägt A4 folgte Springer G8. Und jetzt Läufer D2. Auch das sehr schöne Fortsetzung der weißen Strategie. Weiß hat Raumvorteil und möchte daher diesen Läufer nicht tauschen. D5 und hier Springer E5. Auch das gefällt mir sehr gut. Es gibt andere Möglichkeiten für Weiß, aber Weiß versucht hier möglichst aktiv zu spielen und Druck gegen den F7 zu machen. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass nach D schlägt E4 einfach Dame B3 folgen kann. Jetzt droht Weiß auf F7 zu schlagen und wenn man das zum Beispiel mit Turm F8 verhindert, dann folgt Läufer schlägt E4. Der Turm hat nicht so viele Felder und zum Beispiel nach Turm B8 Springer C6 folgt eine sehr, sehr unangenehme Gabel und Schwarz verliert. Deshalb hat Schwarz sofort F6 gespielt. Aber auch hier landet der Springer auf C6 und das ist natürlich ein Traumfeld. Schwarz hat erstmal auf E4 zwischengeschlagen, aber nach Turm schlägt E4, Dame D6, ging der nächste schwarze Läufer vom Brett. Turm schlägt E7 und hier hat Weiß Turm E1 gespielt, das ist eine Möglichkeit, aber hier könnte man auch noch über Alternativen nachdenken, denn der Turm auf C1 steht gar nicht so schlecht. Der greift schließlich den Bauern auf C7 zumindest indirekt an. Und auf der E-Linie muss man sagen, hat man wahrscheinlich wenig Chancen einzudringen. Deshalb wäre sowas wie Läufer B3 eine Überlegung wert. Mit der Idee, dass wenn Schwarz jetzt zum Beispiel auf E4 schlägt und sowas wie Turm D8 spielt, um den D4 anzugreifen, hier könnte man Läufer F4 spielen. Man ist bereit, den D4 gegen den C7 zu tauschen. Und hier wird der König auf H8 nicht lange überleben, weil die weißen Läufer zu stark sind. Also hier zum Beispiel Läufer E3, Turm B4 und Läufer E6. Sollte recht problemlos gewinnen. Es gibt zwei Ideen für Weiß. Einmal natürlich den B-Springer zu fesseln, aber auch den G-Springer zu fesseln. Und die schwarzen Figuren spielen überhaupt nicht zusammen und deswegen sollte Weiß hier recht einfach gewinnen. Stattdessen Turm E1 ist wie gesagt kein schlechter Zug, aber ist vielleicht nicht der geradlinigste Weg zum Gewinn, sage ich mal. Springer D5 und jetzt Läufer B3. Der Springer wird jetzt mit C6 stabilisiert, aber nach Läufer C4 wird die nächste schwarze Schwäche angegriffen. Hier hat Schwarz A5 gespielt. Und hier könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, mal drüber nachdenken, wie ihr weiterspielen würdet, denn das ist ein recht wichtiger Moment. Und ich glaube, hier verlor Weiß so langsam den Faden, was vielleicht auch daran liegen kann, dass hier nicht mehr so viel Zeit übrig war. Also
weiß nicht, wie die Bedenkzeitsituation war, aber wir sind jetzt bei Zug 30, das wäre ein typischer Moment dafür. Und es kann aber auch ein bisschen daran liegen, dass man hier vielleicht unentschieden war, was man jetzt genau machen möchte. Tatsächlich ist das deutlich Beste für Weiß jetzt einfach das Läuferpaar abzugeben und auf D5 zu schlagen. Die Dame kann nicht schlagen, weil sie den E7 decken muss. Und nach C schlägt D5 Turm E7, Springer E7, Dame B5, ist glaube ich ziemlich klar, dass diese Stellung riesig ist für Weiß. Die Dame muss den Springer auf E7 decken, der Bauer auf D5 muss gedeckt bleiben, der Bauer auf A5 hängt und das ist völlig hoffnungslos für Schwarz. Also vor allem ist auch, wenn der Bauer auf A5 hängt, Läufer B4 immer ein Problem. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Stellung für Schwarz. Springer C6, da muss Schwarz auch immer aufpassen, dass nicht irgendwelche Fesselungen passieren. Und hier ist das Problem, Schwarz kann sich einfach nicht aktivieren. Stattdessen hat Weiß Dame B3 gespielt. Und nach Turm B8, Dame A2, Turm schlägt E4, Turm schlägt E4, jetzt hängt der A5, deswegen ging der Turm wieder zurück, jetzt auf D5 geschlagen. Aber ich glaube, wir können uns zumindest einig sein, dass das hier in jedem Fall die schlechtere Version ist, denn die Dame steht jetzt auf A2 statt auf B5. Und ja, nach Turm E1, Springer E7 kann man jetzt eben nicht Dame B5 spielen. Aber Weiß steht immer noch besser. Hat hier Turm C1 gespielt, Springer C6 und Turm C5. Greift den D5 an. Und hier kam Springer B4. Und hier stehen wir wieder vor einer wichtigen Abtauschentscheidung. Auf B4 schlagen oder nicht. Und hier gefällt mir der Zug Dame B3 ehrlich gesagt besser. Denn der Abtausch auf B4 läuft ja nicht weg. Also man hat eigentlich keine Angst davor, dass der Springer nach C6 kommt. Es könnte aber sein, dass hier das Problem war, dass man nach Läufer schlägt B4, A schlägt B4, die Stellung nach Turm schlägt D5 etwas überschätzt hat für Weiß. Vielleicht kurz, auch hier kann man natürlich noch Dame B3 spielen, aber ich glaube nach Turm B8 ist der weiße Vorteil nicht mehr besonders relevant. Nach Turm schlägt D5 kam Dame C6 und tatsächlich hängt jetzt der A4 und der ist auch nicht so super komfortabel zu decken, denn Schwarz möchte vielleicht auch Dame C1 spielen. Weiß hat sich hier entschieden, den Angriff auf den A4-Bauern mit Turm B5 zu unterbinden, aber leider hat das die Partie eingestellt, denn der A-Bauer ist gefesselt. Schwarz konnte diesen Turm schlagen und nach A schlägt B5, Turm A2, B6 und Turm A8 wird der Freibauer aufgehalten und Weiß gab sich geschlagen. Das war tatsächlich sehr schade und ein sehr abruptes Ende einer tatsächlich sehr vernünftig gespielten Partie. Also Weiß stand die ganze Partie über klar besser bis auf Gewinn. Und es war sehr schade, dass das dann am Ende mit Turm B5 schief ging. Aber das war übrigens auch wie so häufig der Zug 40. Also ja, das ist irgendwie immer sehr unglücklich, wenn man in Zug 40 die Partie einstellt. Aber darum soll es jetzt gar nicht so sehr gehen. Insgesamt fand ich, Weiß hat die Partie sehr konsequent gespielt, gute Pläne gefunden und gute Entscheidungen getroffen. Nur in dem Moment, wo man dann die Partie im Prinzip beenden musste, fehlte noch so ein bisschen die letzte Energie, um dann tatsächlich zu gewinnen. Aber ansonsten war das, wie gesagt, eine sehr, sehr gut geführte Partie. Ich glaube, was man hier vor allem mitnehmen sollte, für alle, die von euch vielleicht Spanisch spielen, mit Weiß und mit Schwarz, dass ihr euch mit den Zugfolgen in der Eröffnung ein bisschen besser auseinandersetzt, einfach um zu verstehen, wann mache ich welchen Zug und warum. Tatsächlich neigt man dazu, wenn man solche Eröffnungen lernt, einfach die Züge, die sowieso alle spielen, als gegeben anzunehmen. Aber es hat einen Grund, warum alle diese Züge spielen. Und wenn man diesen Grund ergründet, dann hat man auf jeden Fall gute Chancen, eben Ungenauigkeiten vom Gegner auch leichter auszunutzen. Weil wenn ich verstehe zum Beispiel, warum Schwarz in diesen Stellungen normalerweise B5 spielt und nicht Rochade, dann wird es mir auch viel leichter fallen, nach Rochade Läufer schlägt C6 zu finden. Wenn ich hier einfach denke, okay, Schwarz hat eine andere Zugfolge gespielt, aber wir kommen sowieso wieder in die Stellung, die ich geplant hatte, dann ist natürlich nicht ganz so leicht, das auszunutzen. Ja, ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Tommy, nochmal vielen Dank für die Einsendung. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr weiterhin Partien habt, die ich gerne mal analysieren soll, mir die per Mail zuschicken. Die Mailadresse habe ich unten reingeschrieben. Da freue ich mich über weitere Einsendungen. Ich habe aber natürlich noch andere Partien bekommen und wenn mir keiner mehr welche schickt, dann lose ich einfach aus denen aus, welche die nächste Partie wird. Und ja, ich freue mich gern über eure Kommentare, auch wenn natürlich noch irgendwelche Fragen offen sind von Tommy oder auch von anderen, dann beantworte ich die gerne und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!